Wenn unsere Spieler die Ziele nicht übernehmen, dann werden wir am Ende frustriert sein. Alle werden frustriert sein, vor allen Dingen aber wir selbst als Führungskräfte. Und deshalb muss unsere Vision auf einer klaren und realistischen Einschätzung unserer Ressourcen beruhen. Oder anders gesagt, um unsere Träume zu realisieren, müssen wir aufwachen. Der Charakter eines Teams definiert sich nicht über Erfolg. Es ist immer leicht, wenn wir gewinnen. Dann geben wir jedes Interview, dann unterschreiben wir jedes Autogramm. Aber was machen wir, wenn es nicht so läuft? Der Charakter eines Teams, der definiert sich über den Umgang mit Rückschlägen. Da stellen sich die entscheidenden Fragen. Sind wir bereit, über unsere Fehler nachzudenken? Und wenn ja, sind wir bereit, aus unseren Fehlern zu lernen? Rücken wir als Team nach Rückschlägen enger zusammen oder zerfleischen wir uns? Und wenn wir bereit sind, über unsere Fehler nachzudenken, wenn wir bereit sind, aus unseren Fehlern zu lernen, dann stellt sich die alles entscheidende Frage. Sind wir bereit, die gleiche Aufgabe noch einmal anzugehen, nur noch leidenschaftlicher, noch konzentrierter, noch konsequenter? In diesen Momenten entscheidet sich der Charakter Ihres Teams. Eine Niederlage kann unser Selbstvertrauen nicht zerstören. Der falsche Umgang damit kann es schon.